Was bringt er denn? Der bringt Kohle nach Washington. Und der steht jetzt wo? Hier. Das heißt, der steht im Weg. Puh, das ist natürlich gar nicht gut. Das heißt, die wollen eigentlich hier abbiegen. Aber können die eigentlich? Also ich. Ah nee, können die nicht. Ja, ich sehe schon. Der darf hier nicht stehen, der Zug. Ja. Das Signal war da einfach falsch. Und hier fehlt ein Signal. Deswegen war das da. Die fährt dann durch immer aufs falsche Gleis. Ja, vielleicht ist es aber auch nicht so schlimm. Ja, gut, ich kümmere mich jetzt erstmal wieder hier drum. Also, wir brauchen Stoffe und dann mache ich das eben hier. Und dann bringen wir die direkt in die Stadt. Hier war kein Platz mehr. Wir können die aber natürlich auch ja, hier hinbringen. Erstmal das Formular auswählen, nicht so viel. Oh Mann. Bisschen dicht daran. So. Genau, und der Stoff, der dann, der Zug, der dann die Baumwolle nach LA bringt, kann von dort direkt die Stoffe mitbringen. So, Holz haben wir hier noch nicht. Haben wir hier welches? Nee, wenn dann hier. Ein bisschen. Das heißt, wir brauchen hier mehr Züge. Hier auch mehr. Die hier noch. Ja, der Bedarf ist hier gedeckt, sehr gut. Hier jetzt auch. Ich gucke noch mal nach, welches Holz, ja, kam Zug an.
Okay, also es ist nur eine Frage der Zeit. Natürlich müssen wir dann noch die nächsten Stoffe und so weiter anliefern und mal gucken, wo das herkommt. Aber vielleicht ist es machbar, ne? Also ich habe jetzt wieder eine Stunde ungefähr am Stück gespielt und mache dann drei Folgen draus, so in der Hoffnung, dass letztendlich, wenn ich noch eine Stunde und noch eine Stunde gespielt habe, dass wir es dann geschafft haben. Die Zeit vergeht natürlich ungefähr jetzt ein Jahr pro Stunde. Ja, also mein Gefühl verbessert sich langsam, dass wir es doch noch schaffen. Die Punktzahl würde nicht allzu groß ausfallen, aber ich glaube, wir schaffen es noch. Wir haben auch jetzt so viel Geld, wir haben wahrscheinlich die Anleihen schon zurückgezahlt. Nee, das war eben der Zinsen. Ja, wir werden die zurückzahlen, wenn es soweit ist. Und Panne niedriger Zustand. Moment. Was das denn sein? Und welcher? Der? Der kann doch gewartet werden. Das ist unglaublich. Ja, gucken wir, was wir als nächstes brauchen. Also wenn Paxen auch dabei ist zu wachsen, können wir hier in den Paxen wachsen. Ach Mensch, die Reime immer. Zucker kriegen wir sicherlich geliefert, ist glaube ich kein Problem. Vielleicht sogar Richtung El Paso noch. Ich zähle auch noch mal schnell durch. Wir können es nicht pausieren. Kann ich es pausieren, während ich mir die Städteliste angucke? Das geht nicht. Nach Größe sortiert. Geht nicht. Nach der Aufgabe gucken. Wir haben 10 Städte mit 100.000 Einwohnern. Mal sehen. Portland gehört nicht dazu. Dann mache ich das in der nächsten Folge. Oder in der nächsten Aufnahmesitzung. Lassen wir mal da unten San Francisco so ein bisschen sich. Ist das eine gute Idee? Naja, ich gucke ab und zu mal rein. Aber wichtig wäre jetzt, dass so eine Städte, die kurz davor sind, zu zählen, dass wir da die 10.000 Einwohner auch noch hinkriegen. Ja, genau. Das machen wir dann. Ach nee, Moment. Ich hatte ja 4 Minuten am Anfang ohne Ton aufgenommen. Ich kann noch ein bisschen. Dann machen wir das jetzt noch. Dann machen wir den ersten Teil dieser Aufgabe jetzt noch. Das heißt, den hier fehlt zum Beispiel Mais, Milch, Obst, Käse. Mais, Milch, Obst, Käse. Am besten ist es, wir bauen auch hier ein Warendepot hin. Und sagen, was wir haben wollen. Mais, Milch, Obst. Wieso Obst? Ist ja verrückt. Käse. Wie sind es mit Gemüse? Gemüse haben sie. Die Brennerei verballert alles. Wie viel Obst haben wir denn hier gelagert? 27, da gibt es doch einen Zug, der das macht. Hier. Gibt es jetzt einfach noch einen, der das macht. So, dann schließen wir den hier an. Hier noch. Und der weg, um Staus zu verhindern. Hätte ich gesagt, Milch fehlt auch. Milch fehlt auch, ne? Das ist lieferbar, sagen wir mal. Hatte ich auch schon ausgewählt. Sehr gut. Mal sehen, dann kaufen wir das jetzt. Oh, die Warendepots werden auch teurer. Guck. Ab einer gewissen Menge werden die immer teurer. Schweinerei. Ah, der nimmt doch Holz mit. Nee, Gemüse nicht.
Ich kann aber Holz mitnehmen, tatsächlich. Wir machen ja sowas. Ich glaube, dass das schon reicht. Nehme ein erstmal. Er wird mit Milch vollgeladen, wenn ich dann hier Holz sage. Und klone. Müsste der zweite Holz ein bisschen. Na, okay. Noch ein mehr. Dass hier Obst fehlt, ist wirklich. Total komisch. Obwohl, hier in Waren. Ja, ich will es nicht. So. Käse. Hier hinten stehen sie schon wieder rum, die Schweine. So. Okay. Züge. Washington fällt mir gerade ein. San Francisco. Wir haben doch bestimmt noch eine andere Express-Lok. Nee, haben wir nicht. Ist das erhöht Zuverlässigkeit, ja. Geben wir erstmal das. Rogers, genau. Und dann klonen wir die. Noch ein paar Mal gucken. 94. Oh Mann, so wenig. So, hallo Portland. Es fehlt immer noch Käse. Papier. Wollen die selber schon Papier haben? Das war doch immer erst ab sonst wann. So, Stoff und Kleider. Haben die Kleider in New York hier? Zu wenig, ne? Und die Weberei, die hat auch nichts zu tun. So, wo kriegen die noch mal das Zeug her? Von hier unten etwa? Hm. Ja. Mehr Züge hilft jetzt auch nicht, ne? Ist immer noch Stau, weil. Weil der Bahnhof voll ist, glaube ich. Die Strecke ist überlastet. Ja.
Aber wieso fährt der nicht? Ich kann nicht, weil hier fehlt ein... mal Nanu. Achso, das sind gleich zwei dazu gekommen, ja, sehr gut. Ich probiere mal sowas aus. Geht es nicht? Kommt einem bestehenden Gleis zu nah. So. Ich habe Signale falsch rumgesetzt. Macht das denn immer noch? Wo? Ach, hier? Das gehört doch da nicht hin. Ist jetzt dahin? Nee, Moment. Neue Zuglinien brauchen wir eigentlich gar nicht. So, der hatte das irgendwie blockiert, aber ein Signal muss hier grundsätzlich schon hin. Sehen wir, ich kriege das hier einfach ein bisschen. Ach, das war's, ja. Ja, ich erinnere mich sogar. Geht's los, ja, ne? Wo will der eigentlich hin? Wieso hat der kein eigenes Gleis? Kann man sich ja da fragen. Huch. Da ist wohl was schief gegangen. So, aber dem hier, dem kann man doch jetzt im Warndepot sagen, dass er auf Gleis 4 halten soll. Mal gucken, ja, der nimmt jetzt den neuen Weg. So.
So, Washington, Charlotte, ne? Hier sind halt auch eine ganze Menge Züge unterwegs. Was ist das, die Philadelphia? Was ist denn, wenn man hier mal alle Expressstrecken, das sind nur drei, das war es nicht. Weil die gemischten will ich auch nicht. Moment. Das hier sollen alle gemischten werden. Glaube ich zumindest. Naja, jetzt ist es auch zu spät. Fleischindustrie nehmen wir nicht so. San Francisco wächst. Wir haben das da gemacht mit... Alter. Ja. Mit den Stoffen, deswegen die Schneiderei hier. So, Kleider. Fahren halt hier. Brauchen aber jetzt eben hier Züge. Zwischen den beiden fahren und auch alles mitnehmen. Ja, ich lasse es bei der D kaputt. Der nimmt halt so. Achso, Ware nimmt er nicht mit, weil die noch nicht produzieren. Ja, okay. Ein Museum. Können wir hier noch nicht, aber kriegen die bald. Warenverfügbarkeit sieht ganz gut aus. Die haben halt nach wie vor keine Baumwolle. Das müssen wir machen. Und jetzt ist die Zeit aber wirklich rum. Jetzt habe ich wieder überzogen. Oh Mann. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und Portland ist immer noch nicht erwachsen. Beim nächsten Mal dann.